Willkommen zum Talk. Es geht um Komplexität und Tiefe in Videospielen. Das klingt erstmal sehr groß. Das ist es auch und wahrscheinlich reicht die halbe Stunde nicht, um alles Notwendige, was irgendwie dazu zugehört, zu vermitteln. Aber wir haben unser Bestes gegeben, einen Sweet Spot zu finden zwischen Überblick und inhaltliche Tiefe. Und natürlich könnt ihr nachher gerne auf uns zukommen und mit uns reden, wenn ihr weitere Fragen habt oder einfach einen Punkt diskutieren wollt. Die Maus klickt aber nicht so richtig. Ah ja. Das ist der Dustin. Ich bin der Marcel. Wir sind jetzt beide bei InnoGames und arbeiten auch tatsächlich zusammen in einem Team an einem nicht angekündigten Titel. Das wird so ein PvP-Spiel, Strategiespiel für mobile Geräte. Mehr können wir leider nicht sagen. Wir können euch auch keine Fragen dazu beantworten. Das ist etwas, worauf wir ganz stolz sind, und zwar haben wir uns das ausgedacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn wir Präsentationen sehen, dann sind wir auf Stichpunkte und dann will man das abfotografieren, aber man weiß gar nicht, wann die ganze Folie zu Ende ist. Und dann macht man ein Foto und dann merkt man, ach, noch ein Punkt, und dann macht man wieder ein Foto und dann auch noch ein Punkt und macht man wieder ein Foto. Und darum, wenn irgendjemand interessiert ist, das abzufotografieren, dann haben wir Folien, die mehr Infos haben, mit einer kleinen Kamera markiert und die pulsiert, sobald alle Punkte da sind. Die Zukunft. Ja, wir sind 2018 schon. Also, die Ziele des Talks. Was wollen wir euch vermitteln? Es geht natürlich um ein besseres Bewusstsein für Tiefe in euren Spielen. Tiefe ist unglaublich wichtig. Das werdet ihr im Talk noch erfahren, warum wir das denken, dass das wichtig ist. Wir wollen natürlich unsere aktuelle Projekterfahrung vermitteln. Wir haben gerade in unserem PvP-Strategiespiel, wo Tiefe unglaublich wichtig ist, viel über das Thema in den letzten Monaten geredet und viele Erkenntnisse gesammelt, würde ich sagen. Und wir wollen natürlich auch eine Terminologie vermitteln. Also das ist ja im Game Design schwierig, es gibt nicht so viel Fachliteratur, die irgendwie groß anerkannt ist, wo jeder akzeptiert, ja, das sind die Begriffe, aber man sollte immer dafür kämpfen. Und wir haben Terminologie aufgebaut und das macht es halt leichter, über Dinge zu reden, Probleme zu analysieren und so weiter. Wir wollen am Ende noch eine kleine Hilfe bieten, wie man Tiefe im Projekt arbeitet. Und schlussendlich wollen wir eigentlich auch zeigen, dass das ganze Thema jetzt nicht nur für Game Designer interessant ist, sondern für das komplette Team. Also Komplexität und Tiefe ist ein Teamthema und wir werden an einigen Stellen auch sagen, warum. Genau, los geht's. Euer Spiel gibt im Grunde genommen dem Spieler das, was wir den Gameplay Space nennen. Das ist quasi das, was der Spieler, während er das Spiel spielt, erforschen kann oder auch sich darin verbessern kann. Und dieser Gameplay Space, der besteht aus einer Breite und einer Tiefe. Und das Ganze kann man auch so erklären, dass die Breite sich quasi aus den Regeln und aus dem Kontinuum-Spiel zusammensetzt, während das Skill-Ceiling, also die Tiefe, sich daraus zusammensetzt, wie diese ganzen Elemente quasi am Ende den Raum bieten, den der Spieler dann meistern kann. Das bedeutet, inwieweit er quasi in der Lage ist, dass, wir reden da mal von Mastery, also euer Spiel besser zu beherrschen, als er das am Anfang gemacht hat oder ganz zum Schluss, wenn er die Mastery quasi komplett ausgeschöpft hat, das Spiel entsprechend gemeistert hat. Erste Kamera. Also, genau. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Replayability sorgt auch dafür, dass euer Spiel, die Tiefe sorgt dafür, dass euer Spiel quasi Replayability erhält. Und das Skill-Ceiling ist quasi da der ausschlaggebende Grund, woher diese Replayability in Bezug auf dieses Kompetenzbedürfnis, also das, den Skill zu erweitern, quasi die Grenze setzt. Wird ein Spiel gemeistert von einem Spieler, der quasi dieses Bedürfnis nach dieser Kompetenz hat, also seine Kompetenz in dem Spiel zu verbessern, und das Spiel bietet nichts mehr, wo er sich verbessern kann, wird dieser Art von Spieler quasi gelangweilt und gelangweilte Spieler verlieren das Interesse. So, wir haben einige Kategorien von Komplexität ausgemacht, was es halt uns auch leichter gemacht hat, darüber zu reden. Und diese Kategorisierung und was dahinter steht, würden wir euch gerne erläutern. Es gibt halt verschiedene Quellen, woher der Gameplay Space errungen wird und damit Tiefe und Komplexität. Und das sind die fünf Kategorien, auf die wir gekommen sind. Teilweise durch andere Blogs natürlich, also es ist nicht alles unsere Arbeit, aber wir haben das natürlich noch ergänzt und auch innerhalb dieser Kategorien noch weitere Punkte gefunden, die relevant sind. So, die erste Art von Komplexität ist die Comprehension Complexity. Was meint die Comprehension Complexity? Das ist erstmal die Summe aller Regeln im Spiel und damit die Breite, die das dann eben in Bezug auf den Gameplay Space erklärt hat.
Nicht so ganz optimal. Genau, meistens versucht man halt Regeln zu reduzieren. Also man macht ja nicht ein Spiel und denkt sich, wäre ganz cool, einfach viele Regeln drin zu haben. Denn man bezeichnet das auch gerne als Burden of Knowledge. Der Spieler muss diese Dinge lernen. Das ist erstmal eine Eingangshürde, die nicht sehr sexy ist. Und dazu kommt, Comprehension Complexity bietet nicht viel Tiefe und auch nicht viel Mastery, denn ist sehr binär. Denn entweder ich kenne eine Regel und habe sie verstanden oder eben nicht. Aber sobald dieser Punkt einmal erreicht ist, kommt dahinter nichts mehr. Und deswegen versucht man in der Regel im Game Design ein sehr gutes Verhältnis zwischen Regeln und Tiefe zu erreichen. Man will wenig Regeln, die extrem viel Tiefe bieten. Das ist eigentlich immer ein guter Ansatz. Die Kamera blinkt. Ein gutes Beispiel aus StarCraft vs. Clash Royale ist zum Beispiel eine Beschreibung einer Einheit. Das ist zwar nicht beides ein In-Game-Screenshot, gibt aber einen Überblick, was hinter einer Einheit alles steht. Und in StarCraft gibt es einfach total viele Informationen. Was für ein Rüstungstyp hat es? Hat es irgendwelche besonderen Angriffstypen? Allein die Production, da gibt es Mineralien, Gas, Supply und so weiter. Wer ist in Clash Royale? Nur die Elixierkosten gibt es. Ist also für den Spieler schon mal sehr viel einsteigerfreundlicher. Man kann auch helfen, die Regeln leichter zu vermitteln, indem der Spieler ein gutes Mapping im Spiel sieht. Also in Heyday zum Beispiel, da weiß ich, okay, der Apfelbaum ist reif, also werde ich da Äpfel rauskriegen. Und die kann ich dann irgendwie auch sinnvoll weiterverarbeiten, etwas, was ich mir vorstellen kann. Da kommen noch eine Menge andere Dinge hinzu. Man baut diesen Hof halt Stück für Stück auf, das heißt, der Spieler wird langsam an diese Regeln herangeführt. Es gibt ein sehr gutes, schlankes UI, was auch kontextgebunden viele Dinge möglich macht, wie das Abernten von Früchten zum Beispiel. Und jetzt vergleichen wir mal League of Legends, wo ich zwei Schwerter zu einem Hammer mache. Das ist jetzt erstmal nicht so das gute Mapping, das muss man sich explizit merken und einprägen, um das zu verstehen. Und jetzt könnt ihr mal raten, was kann ich in Heyday aus Ei und Bacon machen? Bacon und Egg. Das kann man sich ganz gut vorstellen, oder? Oder zum Beispiel, dass ich aus Weizenbrot mache. Man weiß es einfach. Das ist etwas, was aus der Realität wiedergespiegelt wird und das macht es dem Spieler auch leichter, diese Regeln im Spiel zu verstehen. Ein gutes UI hilft natürlich auch, Comprehension Complexity zu überwinden. Beispiel aus Diablo. Ich weiß sofort, wenn ich das erste Mal dieses Screen öffne und da ein Item drin ist, mein Platz ist begrenzt, weil das schon räumlich dargestellt wird. Und ich muss auch nicht immer irgendeine Zahl lesen und deuten, sondern wenn ich wissen will, wie viel Platz ich gerade habe, ich öffne kurz den Screen und kann intuitiv schon erahnen, wie viel Platz ich noch habe. Da kommen natürlich noch andere Dinge zu, wie die Items sind sehr gut eingefärbt, sodass ich direkt die Wertigkeit erkennen kann. Orange ist halt mehr wert. Man kann Comprehension Complexity optimieren. Jetzt kommt Captain Obvious, weniger Regeln. Also, wenn ihr die Regeln in eurem Spiel reduziert, gibt es natürlich auch weniger Comprehension Complexity, was meistens gut ist, wenn man das gut schafft. Auf ein ausgezeichnetes Mapping sollte man natürlich achten. Man kann sich an Naturgesetze halten, Physikregeln kennt man halt. Man kann sich an Konventionen halten. Eine Konvention wäre zum Beispiel, dass Essen in Videospielen Lebenspunkte wiederherstellt. Das ist kein Naturgesetz, leider, aber es ist eine Konvention, die man aus Videospielen einfach kennt. Man kann auch kulturelle Erfahrungen nutzen. Man sollte auch auf Konsistenz achten. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Schinken einsammle, ich kriege Lebenspunkte, ich sammle einen Apfel ein und kriege Lebenspunkte, dann sollte nicht das Ei mich vergiften. Also dann sollte man auch diese gesetzte Regel einhalten und im Spiel durchsetzen. Mit UI kann man halt vieles vereinfachen, wie ihr in den Beispielen eben gesehen habt. Und man kann Regeln Stück für Stück halt beibringen. Gerade auch bei dem Punkt UI ist natürlich ein guter Artist dann auch hilfreich, der ein hübsches UI macht, was viele Dinge klar kommuniziert. Genau, kommen wir zur nächsten Kategorie, die wir ausgemacht haben. Und zwar die nächste Kategorie ist die Tracking Complexity. Dann geht es viel um Spielgeschwindigkeit, Anzahl der Elemente, die sich bewegen, Distanz der Elemente zueinander, Dinge, die man sich merken muss und der visuelle Kontrast der Elemente zueinander. Und auch hier kommen wir wieder mit Beispielen von Spielen, die sich der Tracking Complexity bedienen, um daraus eine Herausforderung zu machen. Guitar Hero ist wahrscheinlich ein ausgezeichnetes Beispiel für, wo die Spielgeschwindigkeit relevant wird, um die Mastery zu erhöhen. Das heißt, ne, die Geschwindigkeit der Songs und die damit zusammenhängenden stehenden Noten, die der Spieler quasi treffen muss, das hat viel mit der Spielgeschwindigkeit zu tun. Und damit das quasi lange gemeistert wird, gibt es quasi unterschiedliche Songs, die unterschiedlich schnell sein können, um entsprechend auch Leute, die sehr, sehr schnelle Songs meistern wollen, eben unterhalten zu können. Das ist ein Beispiel auch für die Anzahl der Elemente. Das ist ein Bullet-Hell-Shooter, Enter the Gungeon. Auch hier
ist quasi Komplexität zu meistern, mit seinem Auge die ganzen Bedrohungen auf dem Spielfeld erfassen zu können und entsprechend sich dadurch zu navigieren. Aber diese Erfassung selbst ist auch eine Form der Komplexität, die quasi Spieler besser und schlechter beherrschen. Wenn wir jetzt einen erfahrenen Spieler dahin setzen, der ist wahrscheinlich in der Lage, direkt irgendwie zu erfassen, welchen Weg er durch diesen Raum nehmen würde. Wenn ich das jetzt meiner Mutter geben würde, good luck. Nehmen wir ein weiteres Beispiel, wo es um Anzahl der Elemente und die Distanz zueinander geht. Hier sehen wir ein Beispiel aus Clash Royale, der Gigant als Tank weiter vorne und dahinter die Damage Dealer. Man kann noch relativ gut erkennen, was da gerade passiert, und zwar ein Gigant greift einen Tower an. Hier wird es schon komplexer, weil es viele Stellen gibt, die gerade relevant sind. Wir haben da unten links dieses Barbaren-Camp, oben rechts der Tower, der verteidigt, und der Balloon, der da schon auf dem Angriffsweg ist. Auf jeden Fall schon wesentlich mehr Komplexität als der vorhergegangene Screenshot. Und hier sind wir dann quasi beim Overkill. Da ist unglaublich viel Komplexität, die euer visuelles Auge quasi sortieren muss, um überhaupt zu erkennen, worum es hier geht. Und das ist auch eine Übungssache. Das ist das nächste Beispiel, und zwar geht es da um die Kontraste zueinander. Und da ist auch wieder Department Art der Schlüssel zum Erfolg. Wenn eure Artists in der Lage sind, quasi klare Silhouetten zu erschaffen von Figuren, die ihre Relevanz dem Spieler gut kommunizieren und sich abgrenzen von Dingen, die nicht so relevant sind, ist das unglaublich hilfreich. Und hier haben wir quasi ein Gegenbeispiel genommen. Rechts sind nämlich Gegner. Und das ist quasi eine Complexity, die unglaublich dankbar ist, weil Spieler in der Regel euch dafür blamen, wenn sie das nicht sehen. Die sagen nicht, ach Mann, da habe ich zu schlecht hingeschaut, toll. Sondern die sagen, hey, nee, da habt ihr es irgendwie vergeigt, ich habe das nicht gesehen, das ist unfair. Also, gute Artists sind da in der Lage, irgendwie euch zu helfen. Und da gibt es diesen sogenannten Squint-Test, das heißt, man drückt seine Augen so ein bisschen zu und guckt, ob man noch ungefähr erkennen kann, was sich da auf dem Spielfeld so befindet und was wichtig und was unwichtig ist. Das ist das nächste. Hier geht es quasi um diese diskrete Gestaltung des Raums und der Zeit. Also das ist jetzt ein Turn-Based-Spiel, das heißt quasi, Zeit ist ganz klar voneinander abgegrenzt. Also ich muss quasi, das hat überhaupt nichts mit Spielgeschwindigkeit zu tun, das ist genau das Gegenteil davon quasi. Ich kann mir so viel Zeit nehmen, wie ich möchte mit jedem Turn. Und auch die Räume zueinander sind ganz klar und einfach zu verstehen durch dieses Tile-Based. Das ist natürlich abstrakter und hat mit der Realität nicht mehr viel zu tun. Das geht dann wieder in Richtung Comprehension Complexity. Aber dafür ist dann für Spieler aus dieser Ebene ganz viel Komplexität genommen, weil sie quasi ganz klar feststellen können, wo stehe ich und wo steht jemand anders. Und dieser Screenshot, der macht diesen Squint-Test, der schließt ihn auch ganz gut ab, weil man da immer noch ganz gut erkennen kann, wo irgendwie relevante Informationen sind. Und auch hier ist natürlich wieder Art mit dieser Gestaltung des diskreten Raums immer sehr, sehr hilfreich, wenn die in der Lage sind, quasi so ein Grid reinzumachen, was vielleicht nicht immersionsbrechend ist, aber trotzdem sehr, sehr gut kommuniziert, wie dieser virtuelle Raum von den Regeln her gestaltet wurde. Also Optimierung für Tracking Complexity, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr das in eurem Spiel habt, dann sollte es Design sein. Solche Sachen kommen auch rein, ohne Design zu sein. So, huch, ja, unser Spiel ist ja schwierig zu lesen, naja, schade. Hat ja keiner mit gerechnet. Also wenn ihr das wollt, dann wollt das bewusst. Ein Bullet-Hell-Shooter will das viel bewusster, als das vielleicht ein Strategiespiel möchte oder andersrum. Also ganz wichtig, designt das. Ansonsten könnt ihr halt dagegen vorgehen mit einer niedrigen Spielgeschwindigkeit, weniger Elemente auf dem Bildschirm, höhere Kontraste von den Elementen zueinander und, wie das letzte Beispiel versucht hat zu zeigen, Raum und Zeit ganz diskret zu gestalten. Das bedeutet Teil- oder Turn-Based oder beides. Ja, die vierte Art der Komplexität, Execution Complexity. Hier geht es halt vor allem um Dinge wie Reflexe, Timing, Präzision, Geschwindigkeitsausführung des Spielers eher und Sequenzlinge. Und ein ganz klassisches Beispiel ist Whack-a-Mole. Ich muss sehr schnell reagieren, es geht gar nicht so sehr um Präzision, weil ich das Teil grob treffen kann, aber ich muss schnell antizipieren, wo es ist und wann es wieder verschwindet. Und gerade bei solchen Dingen sind Programmierer dann auch unglaublich wichtig, denn bei solchen Sachen geht es um Responsiveness. Wenn die Controls irgendwie so ein bisschen schwammig sind oder ja, Input oder visueller Lag ist, dann fühlt sich das nicht mehr so gut an und dann geht schon sehr viel Qualität im Gameplay verloren. Oder hier auch wieder Guitar Hero, wo es halt sehr um Timing geht, ist ein gutes Beispiel dafür. Auch hier wieder Responsiveness, super wichtig aus Seiten der Programmierer.
Präzision ist auch ein sehr beliebtes Mittel und das kann man natürlich auch von der Mastery her noch weiter hochschrauben, indem es plötzlich Hitzones gibt. Also wenn ich jetzt plötzlich einen Kopfschuss machen kann, dann wird es natürlich noch schwieriger für die Experten darin besser zu werden und immer die Kopfschüsse zu machen. Dieser Pferd, man sieht das gar nicht so gut, aber naja, ihr könnt euch einen Shooter vorstellen. Oder hier bei Mario Party geht es zum Beispiel darum, in kurzer Zeit möglichst oft einen Knopf zu drücken. Das wäre dann die Kategorie Geschwindigkeit. Das kann man noch paaren und auch zur Ausdauer machen, indem man sagt, ja, du musst jetzt eine Stunde lang so schnell wie möglich den Button drücken. Ist für die Hardware jetzt nicht so gut, aber zumindest kann man da auch dann körperliche Dinge mit einbringen. Also es machen ja auch einige Wii-Spiele, die dann einfach ein Sportspiel sind. Bei vielen Fighting-Games hat man natürlich noch Sequenzen. Da geht es auch um so eine feinmotorische Geschichte. Da muss man sich ja Akrobatik auf dem Controller machen und schnell diese Sequenz abspulen in der richtigen Art, in der richtigen Geschwindigkeit, um einen coolen Move zu machen. Wie kann ich Execution Complexity optimieren? Ich kann es, also erstmal, es muss auch wieder eine bewusste designte Challenge sein. Also ein Strategiespiel will keine Execution Complexity. Der Spieler soll nicht mit der Steuerung kämpfen, wenn er ein Civilization zum Beispiel spielt. Also sollte man das halt, sollte man darauf achten, dass es bewusst ist. Viele Spiele, die eben gar nicht auf Strategie oder Taktik setzen oder sehr wenig, nutzen aber vor allem die Execution Complexity als Quelle für Mastery. Gute Beispiele sind halt Jump'n'Run-Spiele, Shooter, Fighting Games und so weiter. Also die machen das ganz bewusst. Also das sind meistens gute Genres, wo man nicht daneben liegt, wenn man Execution Complexity hat. Es gibt noch eine fünfte Kategorie, das ist die Social Complexity. Die trifft natürlich nicht auf alle Spiele zu. Singleplayer-Spiele haben davon schon mal nichts, aber alle Multiplayer-Spiele, gerade auch MMORPGs, leben davon. Und gemeint ist halt die Anzahl der Spieler, die miteinander kommunizieren und die Anzahl der Spieler, die miteinander koordiniert werden müssen. Also tatsächlich, dieser Screenshot von einem Ragnaros-Encounter in World of Warcraft ist ein gutes Beispiel. Ich muss im Vorfeld wahrscheinlich viele Spieler koordinieren und planen, so wie ist mein Raid-Aufbau etc., haben alle genug Heiltränke dabei und während des Encounters selbst muss dann auch viel koordiniert werden. So hier, du musst dann CC setzen, du musst den heilen und so weiter. Hier haben wir keine Optimierungsratschläge, sondern allgemeine Hinweise. Grundsätzlich, alle teambasierten Spiele profitieren von dieser Quelle und dieser Art der Komplexität sehr stark. Und man sollte immer darauf achten, dass man das Organisieren der Spieler sehr einfach macht. Also Mittel an die Hand geben, dass sie nicht viel manuell machen müssen. Auch Heroes of the Storm ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, dass ich kontextgebunden Pings an meine Gruppe machen kann. Wenn ich auf eine Söldnertruppe pinge, dann wird gesagt, hey, er möchte die Söldnertruppe erobern. Oder ich mache einen Ping auf den Gegner, dann kommt auch eine entsprechende Chat-Nachricht. Also auf solche Dinge auch dort immer achten. Okay, kommen wir zur letzten Kategorie, das ist die, wie wir sie nennen, Emergent Complexity. Das ist, das hat viel damit zu tun quasi, das ist diese taktisch-strategische Entscheidung in eurem Spiel. Und da geht es darum, wie viele Optionen haben die Spieler zur Verfügung. Wichtig ist, dass es nicht nur Optionen sind, sondern auch, dass die Resultate dieser Optionen unterschiedliche Ausgänge herbeiführen. Und die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen, also Abhängigkeiten und Synergien, machen das Ganze möglich. Hier ist quasi ein Beispiel von Hearthstone, das ausschließlich von Emergent Complexity lebt, würde ich jetzt fast sagen. Man kann mich vielleicht noch eines Besseren belehren nach dem Talk, aber auf jeden Fall ist das einer der größten Anteile davon. Und hier ist schon ganz gut zu sehen, wo sich quasi diese Emergent Complexity mit der Anzahl der Optionen deutlich macht, nämlich alles, was grün ist, ist quasi ein Element, was der Spieler theoretisch jetzt irgendwie mit interagieren kann. Da sind jetzt grob geschätzt wahrscheinlich schon irgendwie 14 Elemente oder so, die quasi als Optionen dem Spieler zur Verfügung stehen. Und auch das, was der Spieler mit diesen Aktionen macht, das hat unterschiedliche Ausgänge als Konsequenz. Also es spielt eine Rolle, ob er sich jetzt mit seiner Heldenfähigkeit 2 Mana investiert, um noch eine Karte ziehen zu können, oder ob er eine andere Karte für x Mana spielt. Das sind unterschiedliche Ausgänge und das ist halt ganz, ganz wichtig, wenn man auf diese Emergent Complexity setzt, dass das Spiel das auch hergibt. Und ein Beispiel für die Abhängigkeit ist, in der Mitte sieht man diesen leeren Wandler, heißt der. Der hat Spott und der sorgt dafür, dass quasi Einheiten, die angreifen möchten, erst ihn angreifen können, bevor sie andere Einheiten angreifen. Das heißt, er kann quasi dafür genutzt werden, um andere Einheiten zu schützen. Und das ist so eine Synergie quasi. Er ist in der Lage, andere Einheiten potenter zu machen,
indem er quasi mit ihnen zusammenarbeitet. Und die Abhängigkeit ist auch sehr schön, hier zu sehen. Viele dieser, also da unten diese Karten, teilen sich Mana. Und Mana ist quasi die Ressource, um Karten spielen zu können. Und da sieht man quasi, wie durch Abhängigkeit auch die Komplexität entsteht. Und jetzt wollen wir ein bisschen weiter darauf eingehen, wie die Tiefe quasi in Hearthstone entsteht. Und zwar, das nennen wir den sogenannten Design Space. Das ist das, was dem Designer zur Verfügung steht, mit seinen Regeln und Mechaniken, die es im Spiel gibt. Und daraus kann er den Game Content kreieren. Und mit diesem Game Content kann der Spieler interagieren, um dann quasi diesen Gameplay Space zu erforschen. Und das Ganze kann man auch so übertragen: Der Design Space ist quasi dieser Karten-Editor, mit dem man Karten und Regeln für Karten definieren kann. Der Game Content sind die Karten selber. Und der Gameplay Space, den der Spieler dann erforscht, ist das Brett in der Interaktion mit dem anderen Spieler. Und Design Space kann unterschiedlich groß ausfallen. Jetzt habe ich hier als Beispiel Karten, die haben nur Mana, Angriff und Lebenspunkte. Und dieser Design Space ist relativ klein. Man kann quasi alle Kombinationen machen, aus allen Hitpoint- und Attack-Kombinationen in den daraus resultierenden Mana-Kosten. Wenn man jetzt aber einen Schritt weiter geht und diesen Karten noch Fähigkeiten gibt, dann wird der Design Space schon größer. Also man kann quasi mehr unterschiedlichen Content generieren, der dann am besten Fall vom Spieler in Form von Spielen in diesem Gameplay Space erforscht werden kann. Jetzt sind die guten Menschen von Blizzard aber hingegangen und gesagt, was soll's, wir geben den Sachen einfach mehrere Fähigkeiten, dann wird der Design Space noch größer. Also Kombinationen aus Fähigkeiten, die dann quasi nochmal den Design Space, damit möglichen Content und damit Gameplay Space erhöhen. Und naja, früher oder später sind sie dann halt noch weiter gegangen, wir schreiben einfach Sätze drauf, dann können wir alles machen und dann reicht's. Und natürlich ist der Design Space da in dem Fall gigantisch zugegeben, damit geht aber auch wieder eine sogenannte Comprehension Complexity einher, weil der Spieler mehr lernen muss. Aber spätestens nachdem sie angefangen haben, einfach Sätze drauf zu schreiben, war der Design Space so groß, dass sie weit über, ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt 700 Karten sind. Ja, genau, das ist noch mein Part. Die Notes sehe ich nicht, sorry. genau, jetzt geht es darum, wie man diese Tiefe arbeitet. Und zwar haben wir links den guten Game Designer oder das Game Design. Das generiert mit ihren Regeln, die sie sich ausgedacht haben, und den Attributen diesen sogenannten Design Space. Und dann kommt es zum Content Design, der mit diesen Regeln und Attributen, die zur Verfügung stehen, Content generiert. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Ich als Game Designer entwerfe eine Höhle. Diese Höhle entsteht quasi aus den Mechaniken, die ich mir da ausgedacht habe und die Programmierer implementiert haben. Und dann kommt der Content Designer, das kann auch der Game Designer selbst sein, und der begibt sich in diese Höhle und versucht da quasi die Nuggets rauszuholen. Und was ist ein Nugget in dem Zusammenhang? Das ist nicht nur ein schlecht aufgelöstes Bild, sondern das Nugget sind Gameplay-Content, der für eure Spieler wertvolle und interessante Spielerfahrung generiert. Das ist in dem Fall quasi Karten, die interessant zu spielen sind und die Spieler quasi, die den Spieler Möglichkeiten geben, darüber nachzudenken und das Spiel in dieser emergenten Komplexität, wie wir sie nennen, weiter zu meistern. Und am besten Fall kommt am Ende das raus, dass ihr quasi erkennt, eure Höhle ist groß genug, euer Design Space ist groß genug, den ihr erschaffen habt, indem ihr in der Lage seid, Content rauszuholen, der wirklich wertvoll ist. Manche reden da auch von robuster Spaß. Wenn es euch nicht schwerfällt, immer weiter mit neuem Content zu kommen, dann habt ihr wirklich schon super viel erreicht. Das ist nämlich das A und O, wenn ihr quasi ein tiefes Spiel haben wollt, dass euer Spiel das euch gewährt. Ja, jetzt wisst ihr natürlich die Frage, der Content Designer, der in die Höhle geht, stellt sich ein paar Fragen. Womit buddel ich, wo buddel ich und wie viel Erfahrung habe ich? Jetzt könnte der Content Designer natürlich rangehen und sagen, ich nehme eine Spitzhacke. Was das Äquivalent dafür wäre, er geht manuell an den Code, programmiert irgendeine Karte zum Beispiel in Hearthstone ein und probiert die dann aus. Das ist nicht besonders effizient. Wie gesagt, er buddelt mit der Spitzhacke und das ist das Äquivalent zu, er sucht manuell im Spiel. Das kann zuweilen sehr lange dauern und vielleicht nach einer Arbeitswoche oder zwei Arbeitswochen hat er eine Karte gefunden. Das ist natürlich nicht sehr effizient. Was man will, ist eine Powermaschine, die schnell durch diese Höhle durchgräbt. Und ja, das bedeutet in dieser Analogie nichts anderes als ein sehr gutes Tool,
mit dem der Game Designer oder der Content Designer, je nachdem, viele Dinge in kurzer Zeit ausprobieren kann. Tatsächlich haben die bei Hearthstone einen eigenen Editor mit einer eigenen Scriptsprache, wo man einfach bestimmte Codeblöcke sozusagen zusammenklicken kann und da dauert eine Idee umzusetzen wenige Minuten in der Regel. Natürlich können die dann in kurzer Zeit super viele Karten ausprobieren. Und warum ist das wichtig? Man will halt relevanten Content finden, wie das dann eben schon sagte. Das ist jetzt ein Slide von Matthias Warch von Doommacher. Der hat das nämlich auch als Beispiel gebracht. Da haben sie auch verschiedene Einheiten natürlich ausprobiert und sind am Ende auf die dann irgendwie gekommen, weil die alle relevant zueinander sind. Sie sind unterschiedlich genug, sodass sie dem Spiel genug Mehrwert bringen sozusagen. Und das passiert nur, indem man an verschiedenen Achsen, sprich mit verschiedenen Parametern herumspielt, das im Spiel austestet und guckt, ist das unterschiedlich genug zu etwas, das ich schon habe, macht es das Spiel interessanter oder nicht. Da kann man natürlich Educated Guesses machen. Wenn man sehr viel Erfahrung hat, wird man eher wissen, in welche Richtung man sozusagen Parameter pushen muss oder Content designen muss, um schnell die Nuggets zu finden. Aber probieren ist am Ende immer das beste Mittel der Wahl. Genau. Jetzt haben wir am Ende noch eine ganz kleine Aufgabe. Ihr kennt alle Tic-Tac-Toe. Und Tic-Tac-Toe hat 1145 mögliche relevante Spielverläufe. Und jetzt dürft ihr eine Mechanik verändern, sprich ihr dürft die Höhle verändern. Ihr dürft beliebige Parameter verändern, sprich in der Höhle suchen. Das meint sowas wie Anzahl der Felder, die Tic-Tac-Toe hat, wie viele brauche ich in einer Reihe, um zu gewinnen. Das sind so Parameter. Und eure Aufgabe ist, verbessert das Spiel. Hat jemand eine Idee? Der dritte Achse. Okay, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Stimmt. Der Gegner hat Markierung. Okay. Also ist die Frage, ob dann das Spiel immer einfach wieder einen Schritt zurückgeht und. Wenn bei drei dann drei Sets verliert. Aha. Ja, eine Möglichkeit. Dann gibt es 1145 Möglichkeiten, uns zu verlieren, aber. Ja? Skins? Skins? Nicht schlecht, ja. Ausgefallen. Hüte, wir brauchen Hüte. Vielleicht ein zufälliges Feld, das das Symbol raumes Gegens Zeitsprünge zeigt. Also wenn ich einen Kreis irgendwo hinsetze, dann wird er ausplötzlich im Kreis. Aber zufällig. Zufällig. Okay, dann ist die Frage natürlich, wie viele relevante Spielzüge gibt es. Ne? Zufälligkeit nimmt natürlich auch immer Relevanz weg. Ein letzter noch. Ich war auch bei dem Gedanken, die gegnerische Markierung entfernen zu lassen, aha, aber nur ein einziges Mal im Spiel. Da muss man sich das schon besser überlegen. Ah. Ja, könnte auch. Sprechen. Aber es könnte auch dazu führen, dass es dann eher nur einen Schritt zurückgeht und man den Zug dann vielleicht nochmal macht. Oder man ersetzt seins. Ja. Aber ihr braucht euch den Kopf auch gar nicht weiter zu zerbrechen. Die Millionenidee hat schon jemand abgegriffen und hat hier Gewinn draus gemacht. Die Regel, die dazu kommt, ist quasi, Teile können nur von oben kommen und es sind natürlich mehr Felder. Aber es ist ziemlich nah an Tic-Tac-Toe dran tatsächlich. Und hier haben wir schon 4 Billionen Möglichkeiten. Nur mal um zu sehen, was, da kann man wirklich effizienter und weniger effizient arbeiten, um Spielverläufe mit Mechaniken und Content zu erhöhen. Ja. Genau, können wir zur Zusammenfassung jetzt einfach durchklicken. Okay. Genau, also wichtig, formuliert die Tiefe eures Spiels. Welche Tiefe wollt ihr haben? Wollt ihr Comprehension, also wie viel Comprehension Complexity wollt ihr euch zumuten? Das ist natürlich nichts, was ihr jetzt messt, aber das ist was, was ihr auf dem Schirm haben solltet. Spiele werden gerne zu kompliziert. Das werden sie wirklich gerne. Und das solltet ihr wirklich auf dem Schirm behalten und versucht, dagegen anzugehen. Und eben das zweite, aus welchen Kategorien soll sich eure Komplexität zusammensetzen? Wollt ihr euer Strategiespiel mit Twitch-Gameplay haben? Wollt ihr es nicht haben? Und so weiter und so fort. Das ist by design, not by accident. Und auch wichtig, alle Disziplinen tragen zu einer guten Tiefe bei. Das ist auch, wie wir schon sagten, Programmierer mit den Tools, Artists mit der Visualisierung der Sachen, um die Track-Complexity so zu gestalten, wie sie vorhergesehen ist. Bewertet das Ganze immer kritisch, schaut euch das an, wie viel Tiefe haben wir, ist es wirklich tief genug für das, was wir bauen wollen und ist es einsteigerfreundlich genug. Und dieser Satz, easy to learn, hard to master, der ist eigentlich genau das, der Satz, der das Ganze widerspiegelt. Und das ist wirklich schwierig,
und seid kritisch dabei, um das zu gewährleisten. Und das ist das letzte, glaube ich. Ja, und zwar, denkt dann, okay, euer Design Space sollte groß genug sein. Ihr merkt das. Wenn ihr in der Lage seid, Content rauszuhauen, der immer interessant ist, ohne Schwierigkeiten, und ihr müsst nicht 20 Stunden nachdenken, bis euch mal was einfällt, was irgendwie irgendwo relevant sein könnte. Ich glaube auch ein gutes Beispiel ist League of Legends. Die sind in der Lage, jetzt schon 150 Champions rauszuballern. Das scheint, die haben einen großen Design Space, der in der Lage ist, viel Gameplay-Content zu generieren, der Relevanz für Spieler hat. Und bessere Tools machen bessere Spiele. Das ist oft was, wofür ihr vielleicht kämpfen müsst in eurer Entwicklung, weil da auch gerne mal gesagt wird, ja, nee, kannst du da nicht mit einer JSON irgendwie, oder kannst du da nicht einfach XML, ich meine, oder im Editor das schnell eintragen. Ja, aber am Ende dauert es länger. Wenn ihr also in der Lage seid, eure Tools zu formulieren, geht auf die Programmierer zu, geht auf die Product Owner zu, die Producer, je nachdem, wer für das Budget oder für die Zeit verantwortlich ist, sagt, das ist was, was sich langfristig lohnt. Denn euer Spiel wird besser, je besser die Tools sind. Ich glaube, noch ein gutes Beispiel ist, bei World of Warcraft meinte einer Designer, einen neuen Spell zu machen, dauert genau 4 Minuten ungefähr. Und wenn es ein wirklich ganz abgefahrener Spell ist, dann kann man mal einen Abend brauchen. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie viel in Zeit und Energie die investieren, um ihre Tools zu optimieren, damit sie schnell und viel Content rausballern und ausprobieren können, um dann den Besten zu nehmen, um das den Spielern zu geben. Das sind nochmal wir und unsere Mails. Wir bei InnoGames haben auch offene Stellen zu vergeben. Das findet ihr auf der Karriereseite unter Jobs. Überraschung. Ansonsten habt ihr noch Fragen, dann könnt ihr die jetzt gerne stellen. Wir machen eine 10 Minuten Fragerunde, dann machen wir eine Pause. Ja. Also los, Frage. Alle schüchtern heute. Ja. Weil du von den 150 Helden gesprochen hast, habt ihr irgendwie eine Metrik, wo man sagt, der richtige Punkt ist erreicht und ich brauche gar nicht unbedingt mehr Content? Und also zum Beispiel Schach, wenn ich mir jetzt denke, braucht man aber 20 verschiedene Figuren mehr oder Varianten, hat das nicht auch so genug Tiefe? Das ist gleich eine Einfachheit. Also, das ist genau das, wo es mehr auf eure Ziele ankommt. Weil League of Legends will natürlich auch Geld verdienen. Und die verdienen Geld über Helden und über Skins für Helden. Und also ich sag oft, Design ist immer Trading, also es ist immer ein Abwägen Pro und Contra. Und das ist quasi das, wenn ihr sagt, wir wollen ein super cleanes Spiel haben, einsteigerfreundlich, dann könnt ihr das als ein Gegenargument verwenden, zu sagen, hey Leute, wir brauchen keine 150 Helden. Wenn ihr aber sagt, nein, Komplexität, Tiefe ist uns das Wichtigste, Langlebigkeit, das soll Free-to-Play, 20 Jahre soll das immer noch gespielt werden, dann ist es auch ein vernünftiger Weg zu sagen, nee, wir addieren weiterhin Helden. Und das ist eben das, wo ihr auch eure eigene Vision einfach versuchen solltet zu kennen und entsprechend danach zu handeln. Bei Beispielen wie League of Legends und so muss man aber sagen, die holen ja auch nochmal Gameplay-Space dazu, indem sie alten Gameplay-Space wegnehmen und neuen dazu bauen, indem sie zum Beispiel den Helden einfach reworken. Weil dann müssen die Spieler den wieder neu mastern, aber sie haben nicht mehr als vorher drin. Also das funktioniert natürlich auch in einigen Spielen noch so ein bisschen weiter. Also im Endeffekt kommt es auch immer sehr auf die Zielgruppe an, denke ich. Ja. Genau. Also, wir wollten auch zum Beispiel nicht sagen, dass StarCraft 2 schlechter ist als Clash Royale, sondern es geht quasi eher darum zu sagen, die Comprehension-Komplexe, die damit einhergeht, macht es für Spieler einfacher, Clash Royale in die Hand zu nehmen und zu spielen und zu verstehen, als es StarCraft 2 macht. Aber das ist eine Konsequenz von ihrer Vision und ihren Zielen, die sie bei dem Spiel haben. Und das ist halt was man wissen sollte. Nicht bei Accident. Das ist ganz wichtig, weil das passiert gern. Ja. Wie so eingefallen, gerade haben wir es gesagt, zur Social Complexity, dass sich das hauptsächlich auf Multiplayer-Titel herunterbrechen lässt. Und mir ist auch dazu eingefallen, dass es teilweise auch Singleplayer-Spiele gibt, die das bewusst einbauen, um dort eine Komplexität zu erreichen, wie beispielsweise Dark Souls oder Hitman, wo es viele verschiedene Wege gibt. Die Leute tauschen sich in Foren aus, das heißt, dadurch entsteht eine Social Complexity außerhalb des Spiels, die sich dann im Spiel wieder auch wiederfindet mit irgendwelchen Leaderboards, wie schnell kann ich die Mission abschließen, obwohl es eigentlich nur ein Singleplayer-Titel ist. Ich nie die Kanal, genauso wie Dark Souls, wo plötzlich irgendwelche Nachrichten
den Spielraum sozusagen noch irgendwie verändern, weil dort plötzlich vielleicht ein geheimer Weg ist und ein anderer Spieler dort einen Hinweis gibt, dass dort ein geheimer Weg ist, glaube ich. Also das kommt halt immer sehr darauf an, wie relevant ist der Einfluss von außen direkt auf das Spiel. Mhm. Wenn es jetzt nur ein Leaderboard gibt, hat das mit dem Spiel selbst erstmal nicht so viel zu tun. Also das ist noch keine Komplexität, die jetzt irgendwie mehr zu verarbeiten ist während des Spiels. Komplexität ist ja immer etwas, was du auch quasi sensorisch verarbeiten musst und dann umsetzen musst. Das musst du nicht bei einem Leaderboard. Wenn ich durch so einen Social-Einfluss quasi von außen einen besseren Weg finde, mein eigenes Spiel, also mein Single-Player-Erlebnis dadurch zu verbessern, also schneller zum Beispiel mein Ziel zu erreichen oder besser mein Ziel. Das ist noch keine Social-Complexity, die inhärent mit dem Spiel zu tun hat. Das ist sehr meta. Also schwer zu formulieren, was genau das ist, aber ich würde nicht sagen, dass das... Das ist eher ein Austausch, die die emergente Komplexität reduziert, weil euch jemand hilft und sagt, hey, diese Sachen zusammen sorgen dafür, dass ihr schneller seid. Also jemand hat das schon entschlüsselt, diese Komplexität, und du nimmst diese Information und reduzierst dadurch quasi die Erarbeitung, das selber zu machen. Aber es ist halt keine Addition. Und bei Dark Souls, wo dann halt die Nachrichten auf dem Boden sozusagen... Ja, da wird es interessanter, vielleicht wenn jemand zum Beispiel Bluff schreibt, das machen die ja gerne, Jump Here... Dann könnte man tatsächlich schon von einer sozialen Komplexität sprechen, weil du quasi die Informationen des anderen Spielers lesen musst. Also, aber ist also eine interessante Frage, wo das quasi einzusortieren wäre. Aber ich würde es auch irgendwo da in die Richtung definitiv reinfallen. Sind alle wissend, sehr gut. Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, wie eng arbeitet ihr als Design und Programmieren? Bei uns im Team ist es bei den Projekten, wo wir arbeiten, habe ich ein bisschen gemerkt, dass es unglaublich wichtig ist, viel mit den Programmierern zu reden. Also ich bin selber auch Programmierer und mache hauptsächlich das Design bei uns. Dass es sehr, sehr wichtig ist, die Programmierer auf dem Laufenden zu halten, wie das Spiel überhaupt funktionieren soll, damit sie ganz genau wissen, wie sie die Dinge entwerfen soll. Zum Beispiel, wie ist dein Level aufgebaut? Du hast ein- und ausgehen, wie muss ich die nächsten 10 haben, die nächsten Level haben? Wie ist das bei euch eigentlich? Macht ihr einfach so, hey, pass mal auf, so funktioniert unser Spiel, macht ihr mal? Oder seid ihr da eher wirklich eng mit den verbunden? Das hängt halt vom Prozess ab. Also im Prinzip, was im ersten Schritt schon mal hilft, sind Kickoffs für bestimmte kleinteilige Dinge, wie ein Feature oder eine Mechanik oder sowas, dass man darüber redet, wie das genau zu funktionieren hat. Oder solche Dinge dann zu fordern, wie wenn irgendwas in Review geht, sprich ein Code-Teil ist erstmal abgeschlossen, dass dann auch die Pflicht besteht, es von einem Game Designer abnehmen zu lassen, ob das auch wirklich as intended ist. Ich glaube, ansonsten ist es auch wichtig, sich darauf zu einigen, welche Stellen am Ende der Designer kontrollieren wollen würde und welche Stellen der Programmierer so einbauen kann, dass da jetzt kein Zugang mehr von außen unbedingt notwendig ist. Das ist dann wieder diese Tools-Geschichte. Und wenn man sagt, hey, das ist eine Variable, mit der will ich ihn rumspielen, weil ich noch nicht genau weiß, was das werden soll. Und das sind super wichtige Dinge, dass die auf dem Schirm sind. Weil sonst kannst du sagen, ja, das ist bei der Hardfork oder reden wir in 2 Wochen drüber. Und dann stört das den Prozess. Aber definitiv, je aufgeklärter die Programmierer, desto smoother das Ganze. Auch spielen. Programmierer sollen spielen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was sie bauen. Das ist super hilfreich. Na gut, dann vielen Dank und auf Wiedersehen.